Na, bis läuft, läuft das gut. Bis läuft das gut. Mann, Alex, was ist los mit deinem Deutsch? Mit mehr Elan, sagst du? Na gut, ich versuch's. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und es ist die dritte Folge von Borderlands 2 in VR. Meine Freundin sagt, ich brauche ein bisschen mehr Elan, also mache ich ein bisschen mehr Elan. Beim letzten Mal haben wir ja den ganzen Tag ausprobiert und ich sage, es funktioniert. Stilveränderung ist halt ein bisschen scheiße. Entschuldigung, dass ich das jetzt gesagt habe. Es bedarf noch ein bisschen Anpassung an der Steuerung, aber das werde ich gleich erledigen. Und dann denke ich mal, wird es mit der Story weitergehen. Ist das Elan genug? Ein bisschen noch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. So, zurück ins Geschehen. Mit mehr Elan, hat sie gesagt. Okay, mit mehr Elan. Also, wir haben folgendes Problem. Wir haben ja hier ein Sturmgewehr. Zielfernrohr funktioniert nicht so wie geplant. Nur mit diesem Overlay, was ehrlich gesagt scheiße aussieht. FPS-Check. Deswegen müssen wir uns Regeln erstellen. Waffen ohne Zielfernrohr. Außer Sniper, können wir ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber ja, es ist schon schade, weil wahrscheinlich seht ihr jetzt gerade nur das Zielfernrohr und nichts vom Geschehen. Schade, schade, schade. Aber so ist das Leben. Bleiben wir bei der Shorty, die hat sich bewährt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Taste wurde geändert. Fähigkeitstaste haben wir aber jetzt gerade noch nicht. Wie? Geht nicht. Okay. Ja. Los geht's. Wir haben eine Shotgun. Ja, ja, Karte, Karte. Drücke Menü, um deine Karte zu öffnen. Auf ihr siehst du verschiedene interessante Orte sowie deine Wegpunkte. Schön, danke. Waren wir schon lange im Vorfeld schon drin. Was wollte ich sagen? Wir haben eine Shorty. Eine Shorty ist für den Fernkampf nicht gedacht. Deswegen müssen wir improvisieren. Und zwar ganz nah an den Feind und schön in den Kopf schießen. Wow. Wir waren ein bisschen zu voreilig. Oje, oje. Okay. Oh. Okay, Alex. Beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Alle weg von den Fenstern. Ich habe Elena Piers letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Ja, ich auch. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Geld, Geld, Geld. Immer dieses Geld. Okay, was haben wir bei diesem kurzen Intermezzo gelernt? Schneller ist besser. Schleichen gibt's nicht alle. Wir sind hier nicht mehr Fallout 4. Funktioniert super. Aber die KI ist auch nicht gerade die hellste.
Aber das ist auch gut so. Momentan. Ah, ich glaube, das wird später noch echt spannend, wenn die Kreaturen noch kommen. Die großen, vielen kleinen, garstigen Biester. Und wenn dann die guten Waffen kommen. Ein Nachteil finde ich gerade, ist mir gerade so aufgefallen, dass auf der Trigger-Taste das Sprinten einen ausgeschaltet wird. Ich meine, ja, klar, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber es nervt trotzdem. Oh, ach, da ist doch wahrscheinlich eh nur Klopapier drin. Er braucht schon Klopapier. Kann man schon gebrauchen, aber nicht jetzt. Wäre schon komisch. Das ist Sprinten da, egal ob ich was nehme. Kann man das irgendwo abschalten? Ich guck mal kurz in den Einstellungen. Pause Recording. Continue recording now. Nope. Man kann Sprint nicht ausschalten. Minuspunkt. Egal. Einfach weitermachen. Und so tun, als wäre nichts, was mich stört. Komm schon, komm. Boah, von wo? Nase juckt. Ja, so mit Deckung, gell, hast du es nicht, Alex? Oh Mann. Munition wird immer weniger. Hat er nicht gesagt. Regel Nummer 1, Alex. Shotgun ist keine Fernwaffe. Sondern eine fucking Lernwaffe? Gott, Alex, das war nix. 10 Schuss. Komm runter da oben. Dann weigere ich mich auch. Munition wäre nicht schlecht. Okay, wir können es mal mit der Waffe versuchen. Es tut mir leid, dass man nur das Zielfernrohr sieht. Dieses Overlay würde es viel geiler aussehen. Aber was soll's. Ah, ich weiß, wo mein Fehler war. Warum das Sprinten immer deaktiviert wurde. Klar, wegen dem Trigger. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Ja, Auge wieder gerichtet. Als ob ich es rausnehmen kann, um wieder reinzutun. Nee.
dem war nicht so. Ja, das Problem war, wenn ich eine Kiste öffne, dann nö, I don't get it. Warum muss ich nochmals bestätigen, um es aufzunehmen, um dann quasi langsamer zu laufen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie kriege ich den Strom hier aus? Muss ich dagegen schießen? Ja. Aber hier kommen wir momentan scheinbar nicht weiter. Hier ist noch eine Leiter. Aber ich glaube, das bringt uns auch nicht. Aber vielleicht Munition. Oh, eine Granate. Rechts. Na, Granaten will ich ungern werfen, es sei denn, ich kann es mit der anderen Hand werfen, aber ich zweifle es. Na, hier kommen wir nicht weiter. Action gab es, gebracht hat es uns aber nichts. So, nächstes Ziel. Wird vielleicht dieses kleine Etwas sein. Das sieht so interessant aus. Dann müssen wir wahrscheinlich dorthin. Oh, und die Quest noch abgeben. Die Frage ist, oh, was ist das? Natürlich, oh, da muss was rein. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Das hört sich falsch an. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Okay, das ist genau das, was ich denke. Perversling. Okay. Also auf jeden Fall können wir erstmal dorthin gehen. Gucken, was Phase ist. Oh Mann, Flugsaurier in VR. Uai. Oh, uai. Ach du Scheiße. Komm. Einmal. Die ganze Munition wegen euch verballern. Oh. Ah, kalt. Läuft mit Slow Motion. Noch einer. Jetzt aber gut. Drecksviecher. Um die Gottes Willen. Noch eine Pistole zum Verkaufen. Gut. Nö, mehr ist hier nicht. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Okay. Dann geben wir jetzt den Bums ab. Holen uns Munition. Und dann geht's weiter. So, wir geben den Bums ab. Irgendwie, wenn das
funktionieren würde. Hallo? Nein? Ja, vielleicht. Hallo. Es gilt, Kropfzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Ja. Dann lassen Sie mich. Hallo, Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Und ich kann dieses Interface nicht nutzen, warum auch immer. Vielleicht über... Ah, das liegt dran, weil ich nichts abzugeben habe. Nimm Claptrap, finde die Sicherung. Oh, es sind so viele Aufgaben. Clint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack in Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Los, okay. Wir gehen da lang. So wird's laufen. Ich will mir kurz nochmal die Karte anschauen. Weil ich denke... Wo ist das? Schnellwechselstation. Und Skins, aber... Ah, scheiß auf Skins. Lass mich eher... Man sieht halt nicht, alle Quests gleichzeitig. Man muss halt immer wechseln. Ständig das Gewechsel. Naja. Ja, auf jeden Fall hier brauchen wir die Audiolog-Datei und die ist genau vor uns. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Aber ihm tut das gewisse etwas Bullimong-Fell könnte diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Um an das Fell eines Bullimongs zu kommen, musst du es ihn mit bloßen Händen abreißen. Immerhin in der Minimap sieht man die ganzen Quests. Steche einen Bullimong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten etwas. Den Rest. Na, oh, diese Brötchen sind nicht. Wir müssen schon wieder darunter. Und? Wie war dein Tag schon, hm? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, aber du das ist doch wahrscheinlich tun, eh hinter... Hinter dem Gebiet, oder? Ja. Kommen wir ja gerade eh nicht hin. Mein Tag. Okay. Oh, er war das gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Okay, bis dann. Tschüss. Komm, weiter. Wow. Du bist kein Planet. Komm, auf. Samuel. Was habe ich getan? Und Freunden. Ja. Scheiß auf die Typen. Na danke. Dachte schon, du meinst das ernst. Oh, wir wollten Sachen verkaufen. Aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen. Nun, wie nett. Pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, okay. Das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Ja, besser so. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach die falsche Waffe dafür. Was ist denn das her? Immer die Umgebung nutzen, hat mein kluger Mensch gesagt. Ah,
ich komme mit der Shotgun nicht klar. Die hat zwar Wumms, aber im Schielen. Schielen? Zielen! Sheila! Who the fuck is Sheila? Ja, ja, komm, 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 komm! Es wird stärker! Munition wäre nicht schlecht. Gerade einfach mal 30 Schuss verballert. Wo ist die Mitte des Raumes? Danke. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Arschgaul? Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul, what the fuck? Oh, die haben Bomben! Die haben Bomben! Hier entlang! Rundum! Erste Lieutenant auf Lindschitz! Warum hatten die Bomben? Okay, da möchte ich hoch. Da müssen wir jetzt ein bisschen balancieren. Ja, yes. Waffen. Was? In Schatzkisten findest du die seltenste Beute. Die Farben zeigt die Seltenheit eines Objektes an. Die Farbpalette von wie Sand am Meer bis zu unglaublich selten sieht so aus. Weiß, grün, blau, lila, orange. Okay. Pistolen. Na gut. Kack, müssen wir alles noch verkaufen. Pistolen. Ja, nennt er mich Untertan. Okay, Munitionscheck. 42. Ja, Moment, ich muss kurz überlegen. Okay. Das ist Boom Boom! What? Oh nein. Zündet die Lunte, ihr Hunde! Oh nein. Oh nein. Der hat eine fucking Wumme. Okay. Wir müssen schnell sein. Ich bin schneller als du. So, da kann mir gar nichts. Der kleine Fettsack. Boah, ich weiß nicht mal, ob ich genug Munition habe für den Scheiß. Boah, Gleichgewicht. Ja, bis läuft das gut. Bis läuft das gut. Mann, Alex, was ist los mit deinem Deutsch? Nicht easy, wenn ich dieser kleine Giftzwerg da um die Ecke immer mich anpissen würde. Na, bald haben wir ihn. Bam. Das ist doch der kleine Pisser. Auch noch daneben. Munition ist Fuck! Keine Munition, ernsthaft?
keine Munition. Also es ist echt nervig mit dem Sprinten. Einen Skillpunkt verdienen. Skillpunkte erlauben es dir, deinen Charakter mit zusätzlichen Skills und Spezialisierungen anzupassen. Gib deine Skillpunkte nun aus, um deine Aktionsskill freizuschalten. Täuschung. Täuschung. Drücke R Grip, um einen holographischen Köder zu erschaffen und für ein paar Sekunden zu verschwinden. Je länger du unsichtbar bist, desto mehr Schaden verursacht deine nächste Attacke. Wendest du die Unsichtbarkeit früher, erholt sich deine nächste Täuschungsabklingen schneller. Machen wir. Mehr Punkte? Nee. Oh, was wir als nächstes machen? Keine Ahnung. Granatenmods. Du hast eine Granatenmod erhalten. Granatenmods können das Verhalten deiner Granate in höheren Maßen beeinflussen. Halte nach neuen Granatenmods Ausschau, die deine Granaten mit verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften ausstattet. Okay, toll. Und gucken wir mal, was wir machen können. Bam, bam. In your face. Sieht aus, als hätte einer einen Atemmod ausgespannt. Sind wir unter den Nagel? Easy. Läuft. Aber ja, das mit dem Sprinten. Darauf komme ich nicht klar. Wahrscheinlich muss ich den Trigger deaktivieren. Geht nicht anders. Scheiß aufs Zielen. Wenn ich den Trigger deaktiviere, kann ich die Tür nicht öffnen. Deprimierend. Vielleicht muss ich in Reddit-Foren mal durchlesen, ob man diese Funktion deaktivieren kann. Warum sollte ich langsamer laufen? Ich habe das in Spielen nie verstanden, warum man langsam laufen soll. Hä? Was ist? Dein Inventar ist voll. Okay. Ja, scheißegal, das muss alles weg, aber... Obola. Wo kann ich wegschmeißen? Ja. So. Das sind ja noch mehr Waffen. Untertan, dein Herr braucht Hilfe! 60. Ist alles nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist alles nur Gewöhnungssache. Okay, weiter. Verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor. Oh, Idee. Untertan, an die Kanone. Schieß das Tor kaputt. Jawohl. Erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Nein, jetzt. Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Also lass es. Ich stehe nur hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst. Wenn ich erst aus dem Weg gehe, was ich tun muss.
Oh, da kommen mehr. Geil, geil. Das macht Spaß. Der Kleine will auch mitspielen. So, das reicht jetzt aber mal. Wie komme ich jetzt wieder raus? Was haben wir hier? Eine Sniper. Nee, eine Shotgun. Die ein bisschen schwächer ist. Nur 6 Schellen. Schellen? Shells? Eine bessere Genauigkeit. Größeres Magazin. Und explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Die nehmen wir. Müssen wir wieder was wegmachen? Wie viel wert ist die andere Waffe? 37. Ach komm, soll der Geiz weg damit. Ups. Gefällt mir. Was diese neue Waffe aber so kann, das werden wir, glaube ich, erst beim nächsten Mal sehen. Dann werde ich auch die Waffen verkaufen, damit wir wieder Platz haben. Und dann werden wir durch dieses Tor gehen. Eine Handvoll Quests sind dort versteckt. Und dann geht's weiter. Und bis dahin reicht's erstmal. Ab zur Atmat. Ich komme immer ins Schwitzen bei solchen Spielen, wo man sich so schnell bewegen muss. Es ist schon rasant, geht schon viel ab, vor allem im Gunstock, aber mit dieser Problematik im Sprinten muss ich noch in Erfahrung bringen, wie ich das deaktiviere, sonst ist es echt nervig. Aber an sich, doch, gefällt mir. Und ich denke mal, ich werde weiterspielen. Ich hoffe, ihr seid dabei und euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.